Hallo und willkommen zurück bei Monster Hunter World hier auf meinem Kanal. Ich bin JRPG Fanboy und wir haben die Quest Rede mit der Meisterin der dritten Flotte und ich bin schon da und rede schon, daher let's go! Bereit ins Tal der Verwesung aufzubrechen? Als erstes müssen wir einen Landeplatz finden. Sobald wir unser Ziel erreicht haben, kannst du aufbrechen und ein Lager vorbereiten. Dann steht wie das übliche auf dem Plan, wir müssen eine Spur des Sora Magdaras finden. Hör mir gut zu, während du dran bist, schau dir alles gut an und überlege genau, was ist das Tal der Verwesung, welche Verbindung besteht zum Korallenhochland? Na gut, dann mal los. Und das werden wir noch alles herausfinden, was es hier damit auf sich hat. Ich kenne die Geschichte schon. Aber ja. Jetzt kommt mal eine epische Cutscene. Glaube ich zumindest, dass es jetzt schon kommt oder das nächste Mal, ich habe keine Ahnung. Aber jetzt geht es halt ziemlich schnell durch Gebiet und ja. Wir werden diese Gebiete noch oft genug sehen, so viel kann ich euch versprechen. Ah, das kommt erst, die Katzen, okay. Unser nächstes Monster. Ich habe eigentlich mit dem anderen gerechnet, wodurch der Bogen ein bisschen zu früh ist. Puh, meine Kontrolle wäre mir fast, oh, schon wieder fast von der Schuss gefallen. Brutali. So. Dem ich mich verdammt. Sicht einen Großgeros. Genau, jetzt müssen wir den Großgeros sichten. Und auch diesen besiegen. Und den werden wir auch gleich besiegen, weil ich will sein Schild haben. Sein Schild mit Schwert. An dem ich zuerst dachte, wir werden zuerst gegen ein anderes Monster kämpfen. Ist das jetzt gar nicht mal schlecht, weil wenn wir wieder Dauer spammen können. So, und dann mal los, würde ich sagen. Hier werden wir drei Monster treffen. Tal der Verwesung. Uff, was ist hier los? Ich soll nach dem Miasma ausschalten. Genau, und das werden wir auch noch erfahren, was es damit auf sich hat. Mit dem Miasma. Und hier haben wir schon mal eins der Monster, die hier beheimatet sind, Radoban.
Ah ja, gerne in Radobahn, das ist jetzt die neue Quest, Leute. Dieses Viech nervt mit der Waffe eindeutig. Ich habe nämlich ein Problem, ich bin komplett falsch ausgerüstet und ich komme gerade nicht weg gegen das Viech. Ich weiß, dass ich damals ziemlich lange an dem gesessen habe. Aber mit dem Schild mit Schwert sollte das kein Problem sein. Weil du gegen ihn halt kritischen Schaden machst mit dem Schild mit Schwert. OMG, ich hasse dieses Vieh so hart, das könnt ihr mir nicht glauben, Leute. Boah, hier werden Fassbomben richtig stark, um schnell seine Knochen loszuwerden. Und ihr seht, wie dieses Viech mit Schaden dominiert. Das ist nicht einmal das einzige Problem. Das einzige Problem ist, dass es diese Knochen. Das ist das einzige Problem, was wir haben. Diese teilweise abzukloppen ist nicht annehmen so leicht, wie es zum ersten aussieht. Na oh, lol, ist auch wieder mal okay, wenn es auch mal wieder online. Sein Tail, ich will sein Tail. Okay, ich ziehe mich zurück, weil das hat jetzt so noch keinen Sinn hier. Er mich eh schon, ja, tot klappt. Ich tue mir da glaube ich aus der Ferne leichter, weil auf Close Range ist es Viech mit meiner Rüstung momentan echt ein Horror. Daher werde ich jetzt ein bisschen mehr auf Fernkampf Damage gehen. Weil ich weiß, dass es sich 100 pro mal keine Donnerschwäche hat. Was das hat denn die für Munition? Hat die Munition, die ich brauche? Die hetzt sogar. Perfekt. Macht zwar nicht so 159 Schaden nur. Aber ja. Streuung, das ist auch noch gut. Gift nehme ich noch mit, weil das ist ziemlich anfällig auf Gift. Wiven nehme ich noch mit. Schnitt nehme ich noch mit für den Tail. Ja, passt. So. Wir müssen ja dieses Viech leider Gottes ausschalten. Was die ganze Sache extrem erschwert. Übrigens bekommt die super Bitterkäfer Lehmpilz und so, weil das der dafür bekannt ist. Das schwere Bogengewehr ist eine mächtige Fernkampfwaffe, die mit besserer Munition größeren Schaden anrichtet. Ist vergiftet, perfekt. Und ihr seht schon, wie viel Schaden das reinzwiefelt. Verdammt. Ich brauche echt eine Rüstung mit Nachladegeschwindigkeit für diese Waffe hier. Ach komm, als ob du jetzt genau dich umdrehst.
Okay. Seit wann kann denn so ein Drift hinlegen? Gatling! Lol. Was ist denn jetzt plötzlich an? Oh geil, ich hab das noch überlebt, geil. Ein bisschen mal andere Waffen vorzustellen. Hier nur nicht nur das Schild und Schwert. So, und jetzt mache ich Crit-Schaden. Jetzt geht es rund hier. Ha! Lol, ich habe noch was gebrochen, als ob. Wenn er also abhauen wollte. So. Schreibt mir übrigens unter dieser Folge dann in die Kommentare, ob ihr dieses Bogengewehr cooler findet und ob ich das öfter spielen soll. Oder ob ich euch auch noch das Leichte vorstellen soll. Und euch die Vorteile ein bisschen erklären sollte. Ach Gott, jetzt habe ich eine verballert, das ist schlecht. Solltet keine von diesen Munitionen verballern, die sind nämlich wertvoll, weil mit denen kann man Schwänze abtrennen. Das ist übrigens auch die einzige Munition, mit der man das kann. Und wie ihr seht, ich habe nur noch 3 Schuss. Das ist nicht unbedingt brillant. Ich will ihn eigentlich hier drin haben, aber es geht gar nicht so viel. Perfekt. Und damit zack. Jetzt ein rechtes ran. Oh yeah, krieg ich. Und perfekt. Ah, oh, das verschraubt sich gerade. Upsala. Kann noch mal probieren mit Gift. Oh nein, den Knochen bist du mir machtlos ausgeliefert, lieber Raderbahn. Ist er wieder vergiftet? Nein. Bin das ausgesehen. Okay, schade, kein Gift mehr. Das kann ich halt auch nicht ansetzen. Ich setze jetzt Perforation an. Schrott ist halt zu gefährlich bei dem Monster, weil ich mich nicht schnell genug bewegen kann. Ach komm, ich hasse es, ich meine vielleicht mit seinem blöden Wellenabgängen. Ah, es setzt halt immer Wellen im Boden vor, das nervt langsam. Perfekt.
Okay, für die Soundlags, wenn die im falschen Video zu hören sind, tut mir gerade leid. Keine Ahnung, was ist gerade da. Und das auch wieder. Geil, mein Spiel backt gerade rum. Kann ich überhaupt leben mit einem Let's Play? Viel AP sollte das halt Viech halt nicht mehr haben, wie schon gesagt, Leute. Ich hoffe zumindest, dass es nicht mehr viel AP hat. Fangen wir mal mit der Antiviren-Munition an. Fast nächstes Level. Ah, diese Quest dauert schon wieder so richtig ätzend lange. Nach einer Großgerüstsicht hätten wir die erste Mission auch gleich abgeschlossen. Oh shit. Oh shit, ich hab vergessen, dass er das kann. Scheiße, ich hab keine Energy mitgenommen. Das sind die kleinen Insekten, wenn man sie braucht. Okay, ich bin nur der Monster. Und jetzt hat er gleich wieder komplette Rüstung, warum ich noch die Streu brauche. So, da hat er wieder die Hälfte seiner Rüstung verloren. Und jetzt kommt die OP-ste Munition für mich gegen Radoban, finde ich. Ich bin außer Reichweite, ich treffe ihn so nicht. Er müsste in Reichweite kommen. Jetzt. Nein, nein, warum ladest du nach? Dein Ernst, Spiel. Warum war die Munition nicht geladen, nachdem ich gewechselt habe? Die müsste treffen. Ja, und der hat gesessen, leider. Die ist nämlich super zum Brechen von Rüstung und so. Perfekt. Schön flächenbreit, dass wir ja schnell seine Rüstung wieder down haben. Viel macht am Schluss ist der nicht mehr Radoban. So. So, jetzt ballern wir noch mit Perforation 2 drauf, dann sollte das dann eigentlich gleich gewesen sein. Beziehungsweise machen wir das anders. Ich mache das jetzt komplett gleich anders. Spezialmunition laden und dann ab geht die Post hier. Perfekt, Leute. Radoban wird wieder schwächer, sobald wir seine Rüstung unten haben. Bis dahin müssen wir leider so klar kommen.
Perfekt, ey. Wir sterben hier. Das noch easy auch noch. So. Er hat nicht mehr die Energie, mir bleibt zu steuern. Wie schnell wartet, das Viech ist viel zu schwach, um mir noch irgendwas gegensteuern zu können. Hier sind noch Streunüsse. Schnallenbeeren, die brauche ich doch für Perforation. Perfekt. Radobahnmaterial bekommen. Wir werden Knochenmasse, ein Radoband ist sehr selten, dass man das erfallen lässt. Wir werden Knochenmasse, okay. Huch, schon wieder da. Na, das ging ja schnell. Dann gibt's halt wieder weiter ins auf die Fresse, mein Freund, das ist mal wurscht. Wem das einfach gar nicht juckt, dass ich ihm die ganze Zeit abknall. Ernsthaft nochmal komplette Rüstung. Egal. Wurscht, wie ich beende das jetzt hier einfach mit ein bisschen LMG Power. No, down, down, down. Oh, langsam gehst du mir echt auf den Nerv, du Mistviech. Ernsthaft? Entschuldigung für die paar Klopfer aufs Mikro, aber ich bin gerade ein bisschen garantiert. Nein, ich hole mir jetzt nicht noch mehr Munition. Ich mache das jetzt fertig, das Mistviech. Scheiß mir nicht. Das stirbt heute und jetzt. Keine Sekunde später. Finden sich noch Schlitzbären. Oh, das sind Schnittmunition. Ah, vielleicht kriegen wir so ein Teil dadurch noch. Mal gucken. Woran ich überhaupt drin. Keine Ahnung. Vielleicht kriegen wir dadurch noch so ein Teil. Das war natürlich super. Also wir müssen hier irgendwo rauf, gell?
Der pennt wahrscheinlich jetzt da oben im Gebiet, was mich so richtig abfuckt, aber egal. Okay, dann jetzt sind in der Schwanzrüstung wieder weg. Oh, das war knapp. Und Klo zugleich. So, das war die letzte. Macht nichts, sollte trotzdem gleich mit ihm gewesen sein. Ah, schade, nicht mehr so ein Feld bekommen, na egal. Wir werden Ladung rein hier und dann ab mit ihm durch die Post, Alter. Das Viech lebt immer noch. Kannst du mir nicht mehr erklären. Ach, geil. Das hummelt jetzt schon seit fast 10 Minuten und es ist immer noch nicht tot, obwohl ich jetzt schon richtig einfach die Fresse gebe. Nehmen jetzt nochmal Munition. Ja, wir nehmen jetzt nochmal Munition, weil ich krieg's uns hier gleich noch einen Ausrast hier. Warte, finden wir nicht einer der neuen Knochen? Egal. So, geteerte Knochen. Ach komm. Hier befindet sich noch Radarbaumaterial, hier hinten hat sich auch noch irgendwas von seltsame Furche, Bitterkäfer und weiter geht die Angriffspartie. Wo ist denn das hin? Ach komm, wie langsam ich laufe, einfach mal. Okay, das sind jetzt hier noch Sprengnuss für Detonation 1. Und noch eine Feuernuss für Schießpulver. Okay, da okay. Der will doch noch mal an der Messe noch hier rauf, oder? Jetzt habe ich gerade gar nichts mehr. Das Viech ist ober mir. Ah ja, scheiß ernst jetzt. Das noch ernst. Geil, hier kann man nur raufklettern schnell. Ach Gott. Oh, nicht wieder das Gebiet, ich kotz gleich. Endlich.
eigentlich. Und ich dachte schon, das geht mit dem Bogengewehr schneller, aber am Schluss hat er nochmal so richtig reingezwiffelt, dass er noch am Humpeln war. Ich hätte mir Fallen mitnehmen sollen, oder Beruhigungsbomben. Oder Beruhigungsschuss, egal. So, und jetzt sind wir halt ganz oben und sie müssen halt ganz nach unten. Wir müssen jetzt zum Miasma. Das befindet sich, soweit ich weiß, noch eine Ebene drunter, also auf Ebene 2. Hier runter. So. Und wir müssen jetzt einfach gucken. Das ist mir bewusst. Da, Damen. Zugewiesene Expeditionsaufgaben abgeschlossen. Gute Idee, aber das nehme ich noch alles mit hier. Lehmpilz. Teile folgen mich jetzt auch nicht durch die ganze Zeit, oder was, dann kotze ich gleich. Gut, dann ab zur Forschungsbasis zurück. Lass man am besten. Ich bin von der ersten Flotte. Ihr könnt vom Glück reden, dass ihr noch lebt. Warte mal. Sie muss uns gerettet haben. Vielen Dank, danke, danke. Diese überdrehte Hähnchen. Fünfte Flotte, richtig? Was führt euch hierher? Also... Das ist vom Dora nach daraus. Mal sehen, was ich finden kann. Schon Jahre erforsche ich die Geheimnisse dieses Parts. Und so langsam verstehe ich ein paar Dinge. Jetzt seid ihr dran. Lernt so viel wie möglich über diesen Ort. Beim nächsten Treffen vergleichen wir Notizen. Wie wär's? Ja, wir sind dabei. Gut, man sieht sich. So.
Ja, das sind jetzt Radobahn hauptsächlich, weil wir haben den Gyros jetzt nicht gejagt, wie es eigentlich geklappt hat, dass wir Gyros jagen müssen. Und ja, jetzt sind wir Rang 8. Nice. Es sind neue optionale Quests verfügbar, die gerade oder dann zwischendurch. Okay. Gyros, ja, das Fisch. Dann der Low Rank aber bis Level 11 geht, wird das noch richtig lang dauern, bis wir High Rank sind. Ich hoffe mal, ich schaffe das heute noch, wie es eigentlich geplant war. Mal gucken, ob wir den Rush mit gegen Rathalos und Rathia Diabolos überleben. Okay, nächste Runde. So, was aber im nächsten Part beim Teil der Verwesung passieren wird, das werden wir im nächsten Part erfahren. Ich bin nochmal das raus. Ciao, bis zum nächsten Mal.